Willkommen zurück bei Pokémon Blau Nuzlocke Challenge. So, jetzt bin ich mal so weiter und guck mal, was der relativ gut gegen Rocko hilft. Erstmal muss ich mich wieder aufheilen lassen von der sexy Lady hier. Von der Lady Marmalade. So, insgesamt haben wir schon 5 Pokémon gekriegt. Da wäre auch ein geiles Pikachu bei gewesen, aber naja. Hat halt nicht sollen sein. Und ich glaube auch irgendwie, dass Pikachu erst weiter hinten ist. Also, dass man weiter hinten fangen kann, von der Tanjawald ausgesehen. Gab denen hier irgendwie Tipps, was da gut ist? Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mir den Weg zum Erfolg zeigen. Okay, alles klar, dann kannst du losgehen. Das weiß ich schon. Das weiß ich auch. Bisherige Sieger Gary, der alte Sack. Dachte, der gibt Tipps, was er relativ gut wäre. Gut, wäre es jetzt sinnvoll, Lady nach vorne zu setzen. Wie lange braucht noch ein bisschen Level Up? 17, okay, das ist gut. Denn ich habe entweder lernt er dann Giftstachel oder Schlitzer oder Kratzer oder was anderes. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocko antreten kannst. Und da gucke ich auch erst einmal, was da gut gegen seinen Stein-Pokémon sind von diesem verdammten Pfadfinder. Denn... Ach, Dickter hat der. Dachte, die haben alle ganz, ganz kleine, süße Kleinsteins. Habe ich doch noch ein... Jetzt sehe ich erst jetzt, dass er Level 11 ist. So geht man in den Kampf. Mit lachender Fresse in die Klinge springen. Okay, jetzt habe ich doch Angst. Ja, gerade so früh setzen sie doch keine Tränke ein, aber trotzdem sicher ist sicher. Und ein Kratzer tut weh. Mehr Glut doch besser, normalerweise schon, denn es ist ja Boden und Boden brennt so gut. Oh, das wird. Hat er noch ein zweites? Okay, Bug. Zeig, was du drauf hast. Oh verdammt, das wird spannend. Hat er noch ein zweites? Ich glaube eher nicht. So, Nidhi reicht Level 8. Müsste eigentlich was lernen. Jo, ach, Kratzer was genau. Kluge 63 erreicht Level 10. Buckel 63. Und es gibt noch ein Sandan. Ob man Sandan-Style. Lass ich mal Bug drin. Setze für Reddy ein. Irgendwie sieht der Sandan-Sprite schon ein bisschen eigenartig aus. Wenn ich mir sonst die ganzen Sandans angucke. Und ich dachte, das wäre relativ gut, weil er gut gegen solche Attacken gefeit ist, aber naja. Ich hoffe, er kann den Vogel nicht abkratzen. Windstoß. Klappt nicht, wunderbar. Ah gut. Macht nicht so viel Schaden. Und einmal Sandan durchgetwistet, was sehr viel bringt. Ich will nicht, dass mich jetzt Sandan tötet. Ganz ehrlich. Ich werde sterben. Nein. Gluglu? Komm. Warum habe ich keinen Trank gekauft? Bitte überlebe es, bitte. Nein. 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 Gluglu. Du darfst nicht sterben. Okay.
habe mich wieder beruhigt. Okay, ready. Ich kann auch nicht fliehen. Hätte ich noch einen Trank gekauft, verdammt. Okay, ich kann nächsten Rückzug beinsetzen, das wird auch nicht viel bringen. Ach, was mache ich denn jetzt? Dieser verdammte Sandwirbel. Nichts ready. Ein Sandan tötet mich? Oh, bitte. Nein. Nicht du auch noch. Fuck, ich habe das voll unterstellt. Ich dachte, die wären nicht so stark. Okay, nee, die. Du bist ein bisschen stärker als Buck. Gut, Kratzer wird nicht so viel bringen, aber. Nein. Meine letzte Chance. Jetzt ist aussichtslos. Alle Pokémon von Otaku wurden besiegt. Ich falle in Ohnmacht. Ja. Das war's schon von meiner Nuzlocke Challenge. Das kann nicht sein, es waren nur 4-5 Parts. Ich dachte eigentlich, es wären nur 1-2 Parts, aber. Bisher kam es ja nicht so extrem vor, dass ich jetzt noch den Regen spiele. Ich dachte, ich kam echt vor, als würde ich so normal spielen, dass ich. Ja. Vielleicht wäre ich viel besser gewesen, wenn ich am Anfang Stücke genommen hätte. Ich würde es mir doch nicht einfach machen. Hätte ich hier keine Probleme gehabt, hätte ich es einfach weggeschwemmt. Aber naja. Auf jeden Fall war's das. Für Pokémon Natural Challenge Blau. Ich hatte ja geahnt, dass es nicht so lang wird, aber dass es doch nur ein paar Parts werden, ist doch ziemlich schade. Aber naja. Es hat noch nicht sollen sein und wie gesagt, ich habe da nicht so extrem ernsthaft mit Strategien alles. Ich bin einfach nur just for fun. Naja, man sieht ja, wohin es mich bringt. In die Ohnmacht. In den Tod meiner Pokémon. Und der Scham, der ich jetzt unterliege. Das ist jetzt schon peinlich. Naja, wie dem auch sei, das war auf jeden Fall für Pokémon Blau Nuzlocke Challenge. Wie versprochen, was war noch ein kleiner Lückenfüller zwischen Terranigma und Secret of Evermore, was die nächsten Tage dann anlaufen wird. Also danke fürs Zugucken, danke, dass ihr trotz dieser kleinen Reise immer für mich da wart, immer meine Seite standet. Und ja, war nicht die einzige Legende, ich glaube, ehrlich gesagt, ein Trank hätte da... Ich weiß nicht, ob da ein Trank wirklich was geholfen hätte. Naja, egal. Es war halt, wie es kommen musste. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.